Herzlich willkommen bei Project Hospital versus Real. Hier werde ich euch zeigen, wie es ausschaut mit den verschiedenen Krankheiten zum Vergleich von Spiel und Realität, was die Symptome angeht, die aktuellen Behandlungen angehen, inwieweit detailliert das Ganze im Spiel und wie realistisch das Ganze entsprechend aufgebaut ist. Das werde ich euch dann zeigen. Ich blende auch Bilder ein. Das bedeutet, das sollte man nicht unbedingt essen, weil sonst kommt das gegebenenfalls vorne wieder raus oder auch hinten, je nachdem. Und dann schauen wir uns das Ganze mit der ersten Krankheit, das ist Raynaud-Syndrom, das Ganze gleich an. Der Frank Stachelhaus hatte ein kleines Problem. Und zwar hat er Raynaud-Syndrom, was in diesem Fall jetzt schon behandelt ist. Deshalb haben wir jetzt auch die Symptome in der Übersicht. Das sind natürlich dementsprechend Fingertaubheit, Handschmerzen und Zyanose. Und die Behandlung, die aktuelle Behandlung wäre Medikamenten. Im Endeffekt eine Vasodilatoren, habe ich das richtig ausgesprochen? Bestimmt. Und Analgetika. Ob das wirklich so ist, ob man das dementsprechend braucht, weiß ich nicht. Und das gucken wir uns tatsächlich jetzt mal auch an. Also was die aktuellen Symptome in Real dann, wie das Ganze dann ausschaut. Ein der typischen Symptome des Raynaud-Syndrom ist, dass sich die Finger, meist mit Ausnahme des Daumens oder die Zehen während einer Attacke zunächst blass und später blau färben. Aufgrund der eingetretenen Blässe ist die Erkrankung auch als Weißfingerkrankheit oder Leichenfingerkrankheit bekannt. Viele Betroffenen leiden unter Missempfindungen und Taubheitsgefühlen. Auch Schmerzen sind häufig. Also haben wir jetzt Symptome, Fingertaubheit, Zyanose und Handschmerzen. Entsprechend, ja, das stimmt soweit alles. Kann man einen Haken hintersetzen. Zur aktuellen Behandlung gibt auch die Möglichkeit, eine nicht-medikamentöse Behandlung. Die Raynaud-Syndrom-Therapie basiert zunächst auf allgemeinen Maßnahmen. Entscheidend ist es, Auslöser der Attacken, also vor allem Stress und Kälte, zu vermeiden. Um die Häufigkeit der Attacken zu senken, hilft es unter Umständen, kalte Getränke und Nahrungsmittel zu vermeiden. Beim Umgang mit kalten oder gefrorenen Lebensmitteln empfiehlt es sich, Handschuhe zu tragen. In der kalten Jahreszeit profitieren Betroffene von beheizbaren Wärmehandschuhen, Taschenwärmen oder dicken Socken und Schuhsohlen. Menschen mit Raynaud-Syndrom sollten zudem auf das Rauchen verzichten. Gegebenenfalls hilft auch eine Ernährung, die reich an Omega-3-Fettsäuren ist. Dieses ist jedoch wissenschaftlich nicht eindeutig bewiesen. Hingegen ist es bei einem sekundären Raynaud-Syndrom vor allem Dingen wichtig, die Grunderkrankung behandeln. Also es ist auch dementsprechend möglich, erstmal ohne Medikamente das hinzubekommen. Wenn das jetzt tatsächlich akut ist und man braucht dementsprechend Medikamente, dementsprechend, wenn die allgemeinen Maßnahmen halt nicht ausreichen, besteht die Option, Medikamente gegen das Raynaud-Syndrom einzunehmen. Eine Medikamentengabe ist vor allem sinnvoll, wenn das
Gewebe schon geschädigt ist und es deshalb besonders wichtig ist, eine gute Durchblutung dauerhaft zu sichern. Die wichtigste Gruppe der Medikamente gegen das Raynaud-Syndrom sind Calciumblocker. Auch Nitroglycerin, eine gefäßweitende Substanz, kommt als Salbe zum Einsatz. Allerdings führen beide Wirkstoffe bei manchen Menschen zu unerwünschten Nebenwirkungen. So lassen sich Calcium-Antagonisten in einigen Fällen die Finger anschwellen, während eine Nitrosalbe gelegentlich Kopfschmerzen verursacht. Bei einem sehr schweren Raynaud-Syndrom steht eine Reihe weiterer Medikamentengruppen zur Verfügung, die aber nicht als speziell für die Raynaud-Syndrom-Therapie zugelassen sind. Der Einsatz der Medikamente ist umstritten. Das gilt vor allem für Antidepressiva. Okay, wir haben dementsprechend im Endeffekt aktuelle Behandlungen. Ja, stimmt so gleich. Hier ist es ein bisschen zusammengefasster, hier ist es allgemein gefasst, dass hier dementsprechend halt Mittel angezeigt werden im Spiel, die einfach nur die Gefäßveränderung, also die Gefäßerweiterung wieder herbeiruft. Das ist so die Behandlung hier im Spiel. Im Grunde genommen ist das eine Verengung der Gefäße natürlich. Das bedeutet natürlich, dass man da, wenn das allgemein nicht funktioniert, was halt ohne Medikamente möglich ist, dass man halt dieses nimmt, als diese Medikamente nimmt. Also im Grunde genommen, ja, es ist nicht so detailliert für diese Krankheit jetzt hier so aufgelistet, aber das Prinzip ist klar und sollte dementsprechend identisch sein. Also ist das Real-Spiel, sehe ich hier tatsächlich bei dieser Krankheit jetzt. Ja, gut, dann war es das auch für diese Folge. Weitere Folgen werden folgen. Ha, geiles Wortspiel. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Lasst einen kleinen Klick da, gefällt mir oder auch nicht. Und ihr dürft auch gerne abonnieren, wenn ihr dementsprechend Benachrichtigung haben wollt, wenn ein neues Video kommt. Wir werden dieses tatsächlich in sehr vielen Teilen das machen. Mal schauen, wie sich das im Großen und Ganzen dann im Endeffekt, wenn wir soweit sind, das zu schauen, im großen Überblick, wie genau die Beschreibungen sind dementsprechend oder auch nicht. Das schauen wir uns auch weiter in den nächsten Folgen mit den nächsten Krankheiten an. Das war jetzt Raynaud-Syndrom. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.